Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Gleich. Und ich habe mich zum Herrn sofort geschlichen, der ist wieder bei meiner Aufnahme eingeschlafen. Da ist er! Nee, ist er natürlich nicht. Alles nur Spaß, alles nur Jetzt kommt Quatsch. ein Das ist Clickbait-Titel. er natürlich Jetzt kommt nicht. ein Clickbait-Titel. Facecam. Nein, nein, das machen Denn wir nicht. jetzt Wir machen kommt. keine Clickbaits. Nein. So. Also ich zumindest nicht, Ich ne? habe noch. Ich habe auch noch kein Ja, Clickbait ja, gemacht. ja, 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 Wann ja, habe ich schon ja. mal Clickbait Ja, gemacht? ja, 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 ja. Wann? So, hier haben wir Mythic Prime. Psst, ganz Und kurz. Mamas Ganz kurz. Halbmische Leute, 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 Leute. Garnische Leute, du Tulle. brauchst gar nicht über die Truhe zu reden. Ja. Leute, ich hasse Waschbären. Ja. Die sind schlimm, Leute. Und die sind wirklich richtig schlimm. Hehehe. Guck, da ist er. Oh, kuschel, 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 kuschel. Du Nein, bezeichnest ist er nicht. dich wohl als ganz, ganz lustig, oder? Ja. Wally, was habt ihr So. überhaupt für eine Decke? Ich hab niemals so eine Decke. Was? Nee, Bärchendecke. oder? Ich glaube, das ist ein Bärchen oder ein Entchen. Oh Gott, Bär. Okay. So, okay. Also jetzt geht's weiter. Dr. Zoidberg, Du bist alles echt nur mega. Quatsch. Es ist ja, er ist es ja nicht wirklich. So, also. Dr. Bumm! Er Zoidberg, sofort in Real-Life gezeigt! Video! Hank Hill, Running Back, Mr. Twilly, trauriger Clown, Hank Hill. Also, die Box werde ich mir auf jeden Fall noch gönnen, bevor sie abläuft. Das sind jetzt noch ein paar Tage Zeit und dann werde ich mir das Ding in der Zwischenzeit spatzen. So, hier haben wir jetzt Gingerbread Sketchbox. Und die, ja, ist eine Kunstbox, ist nicht schlecht, ist eigentlich ganz okay, aber ist jetzt auch nicht der Oberburner. So, ja, und dann sind wir auch schon in der Daily Mastery angelangt. Gucken wir mal da rein, was wir da so haben. Und dann haben wir den ganz Safety Peter. Und das ist dieser da. Ja, gucken wir uns mal den ganz Safety Peter an, nicht? So, das ist nämlich der da. Wo ist er denn? Ist da? Ja, ich hab's richtig angeklickt. Und jetzt nicht. So, jetzt kann ich ihn richtig ziehen. So, Gun Safety Peter, Peter mit Waffenkarten. Müssen wir mal maxen. Wobei, jetzt wird's natürlich mit der Mythic-Version schon mal gespannt. Ja, ist jetzt nicht. Na, sind 40 immerhin, ne? Mit der Pantry Gun sind es immerhin 40 Angriffe im First Hit. Jetzt in der Mythic-Version wird es natürlich spannend. Ja, dann schauen wir mal da rein. Mach ich wieder Fused Ones. Der One Level. So. Und dann gucken wir mal hier mit der Pantry Guns. Aber sind wir auch nur bei 42. Also wenn man. Das macht gar nicht mal so viel Unterschied. Ja. Pantry Guns gemaxt. Einen einfachen Peter in Mythic. Das wird wahrscheinlich ungefähr die gleichen Werte dann ergeben. Insofern macht jetzt nicht so mega viel Unterschied. Vergleich. Aber wäre theoretisch ein First Hit, aber ich will keine 500 Gems vorausgeben. Ja, Vergleich. was denn? Was denn? Ich hasse euch. Wieso reden Sie über mich in der Mehrzahl, im Plural? Ich hasse euch. Eure Art. Zweite Person Plural. Ach so, unsere Art. Sie Ja. mögen keine Waschbären? Ah. Garagenrock Chris. Jetzt kommt das ist natürlich eine Mögen Sie Mega-Kombo. den Tiger? Nee. Ne? Nee, den klauen wir mal das Fässchen. Ja. So, gucken wir mal in diese Was von Kom. dir? Wir klauen euch immer das Fässchen. Was? Seit Ja. wann? Gibt's schöne Videos, wo? Gibt's so ein schönes Video, wo ein Waschbär mehreren Katzen das Futter vor der Nase wegschnappt und die gucken nur ganz doof so, hm? Macht denn der da? Hm? Katzen haben eine schwarze Hm? Schwäche, deswegen können wir euch nicht sehen. Also. Ach so, ihr habt euch gewundert, wo das Essen auf einmal hinwandert, oder was? Ja. Ja. So, also, hier Garagenrock Chris, mega geile Combo. Ja, ist jetzt kein First Hitter in diesem Sinne, muss man schon ehrlich sagen, aber, also wir sind jetzt hier bei 34, aber wir haben Gas und wir haben eine Bombe und das macht das Ding natürlich zu einem mega, zu einer mega geilen Combo. Leute, kurze Jetzt lass mich Frage. doch mal Nein, ich muss ganz ausreden. kurz Doch, fragen. nein, das ist. Du kannst dann, wenn ich mit der Karte fertig bin, mit der Combo. So. Also wir haben hier 34 Angriffe im First Hit. Wir haben 11er Bombe. Wir haben 19-fach Gas. Wenn wir da jetzt 10% draufrechnen würden, dann wären wir bei 19 Punch.
bei 12er Bombe und bei 21 Gas plus 19 Angriff plus 77 Leben. Das ist schon geil. Aber ich würde trotzdem, ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, dass ich dafür jetzt 500 Gems ausgeben würde. Aber geil ist die Kombo trotzdem. Also wenn man die jetzt hochrechnen würde, wären wir aber trotzdem bei 19 plus 19, wären wir bei 38 im First Aid. Aber wir haben noch das Gas mit hinzu. Das darf man nicht vergessen. Dann wären wir bei 38 plus Gas 48, 57. Das heißt also, auch diesen Angriff würde kaum eine Karte im First Hit überstehen. So, jetzt Herr Sofort. Herr Sofort, Sie dürfen. Herr Sofort. Herr Sofort. Also was ist, wenn wirklich jemand eine Schwarz-Weiß-Schwäche hat und dann kommt ihr vorbei? Ja. Was macht man dann? Ja, der guckt dann ganz doof. Ja, weil ihr Dürfe dann gehabt habt. So. Gell? Und wir mögen keine Waschbären. So, Drunk Amy ist die nächste Kombo. Die sieht folgendermaßen aus. Sie haben eine Amy mit Drunk-Karten. Boah, ist ganz nice wegen dem Gas und dem Cripple, aber ist jetzt nicht der Oberbringer. Deswegen, ich würde jetzt keine 1000 Steine dafür ausgeben. Mache ich nicht. Dann gehen wir ganz schnell weiter jetzt zu dem Traumatized Dale. Und das ist, naja. Okay, also wenn man jetzt in der Mythic-Version sieht, in der Mythic-Version sieht die Sache schon interessant aus. Hier unten mit dem Wireless Audio Transmitter. Ist die nächste gute Kombo mit dem Wireless Audio Transmitter. Aber nur mit dem Mythic Dale. Mit 22, ja gut, ja doch, würde so passen. 22 Revanche, 17 Punch, 23 Angriff, da wären wir auch bei 40. Also wer den Mythic Dale hat und diesen Wireless Audio Transmitter, der kann jetzt mal die 1000 Steine da rein investieren. Also macht auf jeden Fall, in der Situation macht Sinn. Also wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, schaut es mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Leich. Nein, sofort. Nein, natürlich nicht, das ist er ja nicht. Und ja, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.